147.000 Hunde leben in Tirol. Sie sind vielen Menschen ein Gefährte, ein Freund und ein Helfer. Doch leider geben immer noch manche Hunde Anlass zu Ärger und Furcht. Dies liegt vor allem daran, dass sie nicht richtig gehalten werden. Wer sich einen Hund zulegen will, sollte sich das vorher gut überlegen. Hunde brauchen Zeit und sie kosten Geld. Sie brauchen auch eine gute Erziehung und Führung. Und deshalb legen wir jeder Hundehalterin und jedem Hundehalter nahe, mit ihrem Tier eine Hundeschule zu besuchen. Zunehmend werden in Hundeschulen Alltagssituationen geübt, anstatt nur gängige Befehle wie Sitz und Fuß beigebracht. Hier treffen alle Rassen, kleine und große Hunde, aufeinander. So übt man das soziale Miteinander. Bleibt die Frage, gibt es spezielle Rassen, die besonders aggressiv sind? Nein, eigentlich gibt es das nicht, weil nämlich die Erfahrung angezeigt hat, dass durchaus, also Familienhunde wie zum Beispiel ein Golden Retriever oder Collie oder sogar der kleinste Dackel eben verhaltensauffällig werden können. Speziell wenn eben Aufzuchtbedingungen, Haltung oder auch das Teamhund-Hundeführer nicht zusammenpassen. Und das ist auch der Grund, warum es in Tirol eben kein Verbot von bestimmten Hunderassen gibt. Die Verantwortung für ein Haustier beginnt bereits beim Kauf. Woher sollte man seinen Hund beziehen? Also ich empfehle einmal, keinen Hund übers Internet zu bestellen, sich nicht von Bildern verleiten zu lassen, sondern sich die Situation, den Hund selbst und die Umgebung, wo der Hund gehalten wird, anzuschauen. Auch wenn zum Beispiel aufwühlende Bilder eben über tierschutzwidrige Zustände, wie es zum Beispiel im Ausland manchmal der Fall ist, das Mitleid eben erregen sollten, sollte ich mir deshalb trotzdem nicht einen Hund aus dem Internet bestellen. In vielen Fällen landen solche Hunde schon nach wenigen Tagen im Tierheim, weil in der täglichen Praxis oft in den Familien kein Platz und keine Zeit für diese Tiere ist. Dann beginnt für das Tierheim die Arbeit, diese Tiere zu versorgen und wieder an neue Besitzer zu vermitteln. Inge Welzig vom Tierheim in Mendelberg erklärt das Prozedere der Vermittlung eines Hundes in eine neue Familie. Als erstes würde ich sagen, man tut sich mal ein bisschen versuchen, fachlich zu informieren. Es gibt so viel tolle Literatur und es gibt so viele Menschen, die einen Hund haben, die eine Ahnung haben. Das sind nicht nur wir, und man redet und man kann mit Spaziergängern, denen man begegnet, die einen Hund haben, ein bisschen plaudern. Und da gibt es so unheimlich viele Möglichkeiten und das eben nicht überstürzen. Ich meine, bei uns stehen manchmal junge Leute da. Ach, wir haben gestern beschlossen, wir wollen einen Hund haben, wir wollen eh keine Kinder. Den nehmen wir gleich mit. Und das kann das so schief gehen. Und wir erleben es immer wieder dann, dass diese Tiere ein paar Monate behalten werden und dann werden sie abgeschoben. Und das ist immer so schlimm für einen Hund, dieser unnötige Wechsel. Ja? Und das kann ich einem Tier ersparen. Und ich muss natürlich auch mit einkalkulieren, habe ich Kinder, wie groß sind meine Kinder, habe ich vielleicht Enkelkinder, die auf Besuch kommen können und wollen und sollen. Und was habe ich für Nachbarn? Das ist auch ganz wichtig. Was habe ich für einen Vermieter oder habe ich eine Eigentumswohnung? Ich muss mich einfach rundherum erkundigen und dann wird es ja ganz tolle Sachen. Und dann ist bei uns auch so im Tierheim, man hat die Möglichkeit, mit dem Hund spazieren gehen, sich beraten zu lassen. Und ich sage immer, es gibt für jeden den optimalen Hund. Und wenn der optimale Hund gerade nicht da ist, dann wird man vorgemerkt und wird dann angerufen, holla, jetzt ist der Richtige für Sie da. Und dann ist das ganz was Tolles. Der Kauf eines Hundes sollte am besten bei einem lizenzierten Hundezüchter erfolgen. Eben seriöse Hundezüchter, die man natürlich auch besucht und wo man sich das Ganze vor Ort anschaut, wo man sich beraten lässt eben und über die Aufzuchtbedingungen und so weiter informiert oder dass man eben übers Tierheim sich einen Hund. Ist es auch möglich, wenn man sich unsicher ist, bei Ihnen in der Abteilung kurze Rücksprache zu halten, wenn ich das jetzt mir vornehmen würde? Selbstverständlich beraten wir Sie da gerne, eben wenn Sie sich einen Hund anschaffen wollen, und stehen mit Rat und Tat da zur Seite. Umfassende Informationen zur Haltung eines Hundes bietet der neue Hundefolder des Landes Tirol. Er ist in allen Gemeinden, bei Tierärztinnen und Tierärzten und Tierschutzorganisationen sowie über die Homepage des Landes Tirol erhältlich. Hier finden Sie alles Wichtige, damit das Zusammenleben mit dem besten Freund des Menschen reibungslos funktioniert. Immerhin sollte Ihr Vierbeiner nicht nur Ihnen lange Freude bereiten.